Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnenburg, Iburger Straße in Osnabrück. Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Marcel, am Freitag habt ihr gegen den KSC 2:2 gespielt. Viele haben euch genau das im Vorfeld nicht zugetraut, vielleicht auch aufgrund der Vorbereitung. Hat euch das vielleicht auch nochmal den Extraschuss Motivation am Freitag gegeben? Ich denke nicht, dass wir das, was andere Leute uns zutrauen oder nicht zutrauen, überbewerten dürfen. Und ich glaube, dass es in der Mannschaft allgemein so war, dass wir uns auf den Saisonbeginn gefreut haben. Natürlich auch eine Unzufriedenheit der Vorbereitungsspiele dabei hatten. Und einfach für uns unsere eigene Marschrichtung klar haben und dementsprechend dann versucht haben, das auch im Platz in einer Leistung zu zeigen, die in die richtige Richtung geht. Ja, wir haben das natürlich auch registriert und hat uns natürlich nicht so geschmeckt, sage ich mal, aber wir haben es, denke ich, in Karlsruhe sehr, sehr gut gemacht und haben es praktisch unseren Kritikern auch gezeigt. Zur Halbzeit 2:0 in Karlsruhe zu führen, ist natürlich überragend. Leider haben wir es da nicht über 90 Minuten halten können, von daher ist es natürlich ein bisschen schade, aber im Endeffekt sind wir trotzdem froh über den Punkt. Woran lag es deiner Meinung nach auch? Warum hat es eben nicht gereicht, auch für einen Sieg? Ja, das ist immer schwer zu sagen. Wir haben halt ein doofes Gegentor bekommen. Die Fans waren dann für Karlsruhe, sage ich jetzt mal, oder hatten die Fans im Rücken und dann doofer Elfmeter, den man, denke ich, besser verteidigen kann. Und ja, aber egal, wir haben den Punkt geholt und das zählt. Ich denke, wenn man die Aufstellung der Karlsruher sieht, ist das eine Mannschaft, die Erfahrung hat, die sicherlich zusammengekauft wurde, ein Ziel zu erreichen. Und im ersten Saisonspiel ist es dann so, dass zwei Mannschaften aufeinanderprallen, die noch nicht wissen, wo sie stehen und in welche Richtung es für sie geht und wie man drauf ist. Das ist dann auch eine Momentaufnahme. Und in der ersten Halbzeit haben wir das überragend gemacht, haben super verteidigt, von vorne bis nach hinten, haben gut die Wege mitgemacht und Karlsruhe eigentlich so nicht ins Spiel kommen lassen. Haben dann unsererseits die zwei Chancen, die wir hatten, eiskalt genutzt, die dritte leider nicht. Aber dementsprechend ist dann klar, dass nach der Halbzeit das Spiel sich ein bisschen ändern wird. Und da hat Karlsruhe dann genug Qualität und auch auf der Bank dann nochmal die Qualität, um nachzulegen und den Druck zu erhöhen. Letztlich ist es klar dann so, dass wir den nächsten Schritt auch machen müssen, unser Spiel dann trotzdem weiter durchzuziehen, weil es nicht so ist, dass wir in zwei Halbzeiten dann zwei unterschiedliche Mannschaften auf den Platz stellen. Aber ich denke, dass es irgendwo ein Stück weit ein normaler Lauf war. Ja, ich denke, allgemein standen wir gut in der Defensive auch. Das war jetzt auch wichtig nach den letzten Testspielen, wo wir jedes Mal drei Gegentore gefressen haben. Man hat gesehen, dass wir offensiv auch Akzente wieder setzen können. 2:0 zu führen, das war ja schon richtig geil. Und ja, ich freue mich jetzt einfach auch auf ein Heimspiel und auf die Stimmung. Wie schwierig war es auch für euch? Weil bei euch war ja auch die Defensive einmal komplett umgestellt worden aufgrund von Ausfällen auch. Ja, natürlich ist es wünschenswert, dass alle fit bleiben die Saison über. Das wird aber wie letzte Saison auch schon leider nicht der Fall sein. Das haben wir jetzt am ersten Spieltag schon gesehen. Aber ich denke, dass alle Spieler, die dafür auf die jeweiligen Positionen gerückt sind, das gut gemacht haben. Und ich mir dementsprechend dann keine Sorgen mache. Und auch vor dem Spiel war für mich eigentlich klar, dass alle Spieler, die involviert sein werden, ihre Sachen machen werden. Jetzt am Dienstag schon das nächste Spiel wieder. Ist es für euch ganz gut, eine englische Woche direkt am Anfang zu haben oder ist das auch eher beschwerlich für euch? Ja, ich weiß nicht, ob das beschwerlich ist, aber wehren können wir uns so oder so nicht dagegen. Und vielleicht ist es auch ganz gut, wenn wir im Rhythmus bleiben. Ich denke, wir haben in der Vorbereitung ja auch unter der Woche dann Spiele bestritten. Und am Anfang der Saison ist auch jeder fit und von dem her ist der Zeitpunkt für mich jetzt eigentlich nicht so wichtig. Ich denke, im Moment ist es ein bisschen ungünstig, dass das Pokalspiel so dazwischen kommt, aber wir nehmen es hin und wollen natürlich in die nächste Runde kommen.